Bayern-Zeitung. Endlich geht's los. Nächste Sportart. Ich darf Badminton heute ausprobieren. Das Ganze mit meinem vor einem Jahr zu Gast gewesenen Studiogast, nämlich der Jenny Ertl. Sie ist heute in zwei Funktionen tätig. Als erstes als Trainerin. Da darf ich quasi auch mitmachen und dann trainiert sie selbst und auch da darf ich mitmachen. Ich bin total gespannt, was mich erwartet und ich nehme euch wieder gerne mit. Schauen wir rein und viel Spaß mit Badminton. Bin jetzt einer von euch. Ich bin übrigens der Patrick. Lukas. Fabian. Und der, was später noch kommt, ist der Jakob. Fabian, Lukas und Jakob. Lukas, Fabian, Patrick. Wunderbar. Okay. Also, wer es jetzt am Anfang braucht, für sich zum Aufwärmen so ein bisschen, speziell und ich gerichtet. Ja, danke. Ein bisschen aufwärmen. Wir machen aber etwas, was eigentlich zum Aufwärmen ist. Mit den Kindern starte ich normalerweise mit dem direkt, aber also es ist Linienfangen. Ihr kennt es? Linienfangen, sagt mir was, aus meiner Kindheit noch. Ja, erklär kurz. Wir sind dann, oder ihr seid auf dem Feld. Ja. Ihr dürft euch, in dem Fall sind gelb die Badmintonlinien. Ja. Innerhalb von dem Badmintonfeld bewegen, bis zum Netz. Ja. Und nur auf den Linien. Wir nehmen aber dazu, für euch wichtig, weil wir das normalerweise nicht so machen, zumindest da die blaue Linie, also auch die anderen Linien, die, nicht nur die Badmintonlinien, okay? Ach, cool. Es ist so, einer fängt quasi, ja. Wenn aber jetzt zum Beispiel ein Lucky fängt, ist er der nächste Fänger. Er darf aber nicht zurückgeben, also er muss dann immer den... Alles klar. Das ist bei drei dann eigentlich ziemlich aufgeregt immer dann, oder? Ja, genau. Eine 20, 2. Habe ich überhaupt, ganz wichtig, glaube ich, habe ich die richtige oder das richtige Outfit überhaupt für Badminton? Oder was brauche ich eigentlich? Burschen, was würdet ihr sagen? Ha? Das ist das Richtige, Rot-Schwarz? Ja, erstens das, kurze Hose, kurzes Leiberl und Halmschuhe. Ja, perfekt. Perfekt, ja. Schläger kriegst du dann noch, wenn wir es brauchen. Ja, sehr gut. Wunderbar. Gut, dann fangen wir an, oder? Ja. Ja, Lucky hat's. Komm, 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 komm. Na, sehr gut. Ha! Nein, jawohl. Ja, Fabian. Und auf der Linie war noch. Wer hat jetzt Lukas? Der Lucky hat's. Geh weg da, geh weg da. Geh weg da. Abgekürzt. War alles okay, ich bin alles okay. Wunderbar, wir sind mit dem Aufwärmen durch. Jetzt dann Sidesteps, aber wirklich nur mit Sidesteps, aber jetzt darf man zurückgeben, okay? Nur, was der Patrick vielleicht versuchen wird, das gilt nicht, wenn er mich jetzt, dass ich gleich das mache, das geht nicht, okay? Er muss einmal kurz weg und nachher geht's wieder, okay? Nur Sidesteps. Du hast, oder? Lucky hat's, Lucky ja? Hat's. Sidesteps und los geht's. Das ist das, was dir die ganze Zeit... Bleibst du auf der Linie? Bleib! Ja, ja, das passt schon. Ich bin Schiedsrichter, Patrick. Ja, ja. Ich möchte nur unterstützen. Sidesteps, Patrick. Sidesteps. Fabian auch. Genau. Wer hat's? Der Fabian, glaube ich. Für meine Nerven hörst du. Kurz was trinken? Ja, du bist. Jakob? Jakob, ich bin der Patrick. Ich bin heute das neue Talent, das ich mitmachen darf. Kurzes Trinken, wir machen noch was, um die Arme ein bisschen aufzuwärmen und dann. Das heißt, die Arme aufwärmen. Schau mich an. Ja, das war. Ja, na super. So, so und. Eins, zwei und zack. Und. Ja, zweite Hand kommt, warte kurz, ich bin weg, gell? Zweite Hand kommt weg, wir sind nicht Dennis, ja? Okay, ja. So, hopp. Ja, Start. Wo ist die Start? Das? Ja, genau. So. Genau. Falsche Seiten. Ja, war wieder kein Start. Was ist Start? Das ist Start, oder was? Also Start ist eigentlich tief gehen, breit tief gehen. In dem Fall bei dem... Start und bam.
Ja, bei dem haben wir aber jetzt nicht so einen extremen Start und einen extremen Schritt, weil wir natürlich nicht nach vorne ins Netz oder so. Aber es ist trotzdem immer so ein bisschen, und dann? Dass wir in Bewegung sind. Aha, warte mal. Start und links ist leichter als so und diagonal, oder? Bin ich schneller? Bei Drive macht man eher so, weil es ja natürlich nur die schnellen Bewegungen sind. Perfekt, du noch einmal, gell? Sorry. So. Ja, nicht mit dem Oberkörper ausweichen, Jakob. Der war super. Hopp. Gut. Gut. Dann macht es jetzt unregelmäßiger Zuwurf, okay? Was machen wir? Unregelmäßiger Zuwurf. Einmal links, einmal rechts. Aha, okay, ja, ja. So, aber du fängst an, oder? Mit dem Zuwerfen. Natürlich. Unregelmäßiger der Zuwurf, ja? Natürlich. Das heißt, auf irgendeiner Seite. Ja, und locker, ja, Fabian, weil du willst ihm nicht abschießen. Start und bam. Start, bam. Warte mal ganz kurz. Ja, ja. Kurz. Auf der Rückhand. Geh nochmal auf der Rückhand. Falscher Fuß. Vorne hin. Die passen beide. Einer kann können den nehmen. Patrick. Ja. Nicht da hinten schlagen. Vorne. Vorne. Warum? Weil wir den Ball so früh wie möglich nehmen wollen. Aha. Weil dann der andere weniger Zeit hat. Ja. Und reagieren muss. Dann ist so vorne. Aber kriege ich nicht eigentlich mehr Wucht, wenn ich... Also... Nein, es ist wurscht. Mache ich alles da raus. Alles da. Bei den Übungen, was wir jetzt machen, schon, ja. Okay. Gut. Bitte, was hast du gesagt? Kraft kriegt man so raus. So raus. Nur aus dem. Es geht auch, gell? Batsch. Okay. Okay. Danke. Sehr gut. Wir machen noch weiter. Conny kommt dann auch noch dazu. Jawohl, super. Geht bei dir noch? Freilich, es ist für mich gerade jetzt richtig temperiert. Also. So. Leichte Trot. Die Birn von Patrick. So. Luki, du gehst daher zu Conny. Patrick, du kommst zu mir. So, wie schaust du aus? So. Du kommst zu mir. So, ja. Ja. Oh. 3, 2. Drei hohe, zwei kurze. Drei hohe, zwei kurze. Du spielst mir drei hohe und dann zwei kurze. Nein. Aufschlag ist schon hoch, ist eins. Ja. Zwei, drei, kurz. Hoch. Ja, du musst bei mir so reden. Kurz, hoch. Okay. Genau. Wow. Kurz, hoch. Kurz, hoch. Achso, du bist schon. Ja, okay. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei. Huh. Ja, genau. Okay, kurze Pause, der Patrick braucht eine Pause. Ja. Aber du hast gemerkt, ich war fast drin. Also ich war wirklich... Okay. Wir spielen noch ein Doppel. Ära. Ja. Puls 120, 21. Wie tun wir jetzt an? Zwei gute, zwei schlechte, oder? Ha? Zwei gute, das klingt zwei schlechte, oder was? Oder? Okay, Patrick kommt her zu mir. Okay. Aber ich hab's probiert. Ich hab's probiert. Ich bin Rechtshänder. Macht das was? Nein, macht nichts. Wie tut man? Einfach vorne. Nein. Einfach. Ist eigentlich abwechselnd? Nein, das ist nicht abwechselnd, gell? Was meinst du abwechselnd? Dass wenn du geschlagen hast, den nächsten nehmen musst. Nein, nicht den. Sondern es zählt jetzt an die zweite Outlinie. Äußere beim Aufschlag. Und die vordere. Aber sonst immer hinten. Okay. Die vordere ist beim Doppel, alles klar. Beim Aufschlag sagst du mir, wo ich stehen muss. Ja, sag ich dann. Passt. Um die Angabe. Wir spielen mit links, gell? Was? Ich und der Conny, wir spielen mit links, dass wir alle... Aha, ja. Dass ihr ein bisschen einen Bonus habt. Das... Nein. Okay. So. Dann spiele ich mit rechts dafür.
Du spielst mit rechts, ja? Einmal ins Netz, den Ball. Ja, das kann ich. Also das kann ich. Was sind denn Rückschlag? Du darfst aufschlagen. Ja, ich darf aufschlagen. Und ich muss wieder... Du musst zur Conny aufschlagen. Gell? Ja, genau. Oh, je, meine. Soll ich eher kurz oder soll ich eher lang? Also im Doppel serviert man eher kurz und kurz. Eher so. Eher so. Weil die Herren haben keinen Tiefschutz dafür. Das ich mache mal eine Probe. Erste ist für Probe. Hot. Ja, ja, weil ich wollte ihn eigentlich da ins Eck da drüben. Genau. So, okay, geht. Uff. Aber jetzt war es schlecht von mir. Nein. Wo muss ich stehen? Vorne oder hinten? Ja, das ist ja unfair. Der Lucky weiß jetzt schon, wie er gegen mich spielen muss. 2-0. Macht nichts. Komm, geh mal. Hopp. Okay, ein Rollschlag. Wenn du hochspülst, nicht nach vorne laufen. Ja, okay, wieder was gelernt. Komm, komm, komm. Sehr schön. Nein. Nicht, au. Mit links, hab ich ja gesagt. Mit links. Sorry, Patrick. Sorry. Haben wir das? Sieht man das dann? Da. Ha? Da. Da. Treffer. Sorry. Passt schon. Ja, es geht weiter. 4-0. Du musst dich mal ein bisschen ausspülen. Ja, eh. Nicht auf den Schläger spülen. Siehst du, ich spüle gegen die Sonne noch. 5-0, komm, jetzt müssen wir uns ausspielen. Ja, ja, jetzt kommen wir. Jetzt gibt es genug Vorsprung. Na toll. Aber macht nichts, das kann passieren. Passiert mir auch. Nicht zuspielen. Ja, was nicht zuspielen? Jetzt spiele ich da oben lang, dann passt nicht, da trifft sie mich. Ich spiele links. Ja, ja. Der war outgegangen. Komm, 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 komm. Also wir kommen uns am ersten Punkt immer näher, muss ich echt sagen. Nein! Sorry. Du hast Angst, dass ich dich triff. Okay? Aber. Hätten wir das auch geredet. Du! Du. Ja, warte mal! Wenn sie hinter spült und dann bin ich vorne. Hochzu. Wenn ich hinten bin, bist du vorne. Alles vorne? Ja, alles. Okay. Ich habe gedacht, dass sie es links, rechts hinten verteilt. Ein bisschen. Hör auf da, der steht. Ah, schaut am Boden. Der ist am Boden und schießt trotzdem. Faul. Oder gibt's das? Nein. Komm, komm, komm. Wenn du hoch nach hinten spürst. Also, das hat ein bisschen was von Ninja Turtles. Also, Karate Kid. So. Gut, 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 komm, komm. Ich war gerade hinten. Da, wenn ich hinten bin, musst du vorne sein, habe ich einmal gehört. Aber beim Aufschlag, der ist nicht ganz hinten. Okay. Wie viel haben wir jetzt schon? 13? Ja. 15? Ja, das war fast. 15, 7. Ich sieg, Alter, Patrick, nicht nach vor, wenn ich hochspüre. Geh vor, geh zurück, geh das, wenn du vorn bist, geh hinter, umgekehrt. Ja, warum nicht gleich? Warum nicht gleich? So ist gut.
Darf man foppen? Nein. Fehler. Ja, aber wenn ich einen Kampf habe, auf einmal. Sorry. Komm. Der war unten, oder? Ja, gut abgehört. Das war unser Punkt jetzt, oder? Ja. Du schießt nur hin. Das soll nicht vorgehen. Achtung. Sehr schön. Komm. Fast, schaut. Ich erschrecke mich jedes Mal so, das gibt's ja nicht. So. So. Warte. Wiederholung. Ich lege oben. Oben. Dass ich den immer mit dem Rahmen triff, das gibt's ja nicht. Einmal hätte ich den gern schön da in der Mitte. Auf geht's, komm. Ja. Vor. Ja, vorne. Aber ich bin knapp dran. Du spürst sie immer an. Ja, ich weiß. Das ist dann Achtung, er ist möchte. Und Achtung auf den kurzen Nach. Also auf euch. Auf euch. Nein! Sorry. Okay. Danke. Danke. Wir haben uns gesteigert. Danke. Ja, recht herzliches Danke an dich, liebe Jenny, dass ich das jetzt einmal deine Sportart ausprobieren habe dürfen. Gerne. Und dass ich mit euch mit trainieren habe dürfen. Dankeschön. Hat mich sehr gefreut. Und jetzt bin ich gespannt. Ja, jetzt geht es ins Interview. Resümee. Genau, wie ich mich geschlagen habe. Bin gespannt. Passt. Danke auf alle Fälle. Danke sehr. Bis gleich. Bis gleich. Ja, nach dem Training ist vor dem Interview sozusagen und die Jenny hat sich noch ein paar Minuten Zeit genommen, um ja, mir ein paar Fragen zu beantworten. Jenny, wenn man jetzt so zurückdenkt, du hast gesagt, du bist ja eigentlich in der Halle groß geworden, unter Anführungszeichen. Die Eltern waren viel in der Halle, die Schwester auch natürlich gemeinsam mit dir. Ist die Halle quasi sowas wie dein zweites Wohnzimmer? Ja, also ich glaube früher fast noch mehr, weil ich da einfach dadurch, dass meine Eltern in der Halle gearbeitet haben, einfach wirklich ständig dort war. Aber natürlich, man ist sehr, sehr viel in der Halle durch die vielen Trainings und so. Also ja, man fühlt sich ganz wohl. War schön. Fangen wir vielleicht mit einer ganz einer einfachen Frage an. Was ist überhaupt eigentlich dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? ich esse ganz gern Süßes. Also das ist wahrscheinlich zweitens kein Hauptgericht, aber trotzdem so mit Süßen. Kann man mich immer kriegen. Du warst bereits, ja, wie vorher erwähnt, bei uns vor einem Jahr im Podcast. Das war ja da die 10. Folge. Das war für mich schon sowas wie ein Jubiläum und es war total schön, dass du da dabei warst. Erzähl uns bitte, was hat sich in diesem einen Jahr von Studio, Krone Studio jetzt bis heute getan? Ich war ja damals noch mit Krücken. Da war ja die Operation noch relativ frisch. Also, und das ist jetzt soweit verheilt. Es läuft körperlich und so immer noch nicht sehr gut. Also ich habe sehr lange gebraucht, um mich davon zu erholen, auch von dieser Lungenentzündung, die ich da gehabt habe und so. Aber ich bin wieder eingestiegen ins Training. Turniermäßig war relativ wenig, weil ich eben die Zeit gebraucht habe. Habe aber Bundesliga gespielt, da sind wir Dritter geworden dieses Mal. Also hat es leider nicht gereicht, wie letztes Jahr. Ja, mein Buch ist rausgekommen. Ja, und sonst war eigentlich, ins Studium bin ich wieder eingestiegen. Das war auch ganz gut. Ah, schön, okay. Wenn du sagst, wieder eingestiegen ins Studium, einfach fortgesetzt oder wie kann man sich das vorstellen? Ich sage wieder eingestiegen, das ist eigentlich nicht ganz richtig, weil ich war ja die ganze Zeit inskribiert und habe auch die ganze Zeit studiert, aber es war letztes Semester das erste, wo ich wirklich wieder was geschafft habe und das hat ganz gut getan. Deshalb. Cool, sehr cool. Thema vielleicht Trainer. Du bist ja leidenschaftliche Trainerin, nicht nur Spielerin. Ich habe das ja heute auch am eigenen Leib erfahren dürfen. Was sind da überhaupt deine Ziele jetzt für die Zukunft? Ich glaube, du hast irgendwas, ein Projekt geplant oder so, hast du anklingen lassen. Genau, ja. Also ich will jetzt was aufbauen quasi in Kärnten, auch über einen eigenen Verein, Sports for All.
will da gezielt geführte Trainings anbieten, individuelle Trainings, aber auch Kurse zu verschiedenen thematischen Schwerpunkten und eigentlich für Kinder, Jugendliche, aber auch für Erwachsene, für Hobbyspieler. Also das soll dann eigentlich die ganze Bandbreite abdecken, natürlich dann auf lange Sicht gesehen. Aber bin jetzt gerade dabei, mit dem Training, wo du jetzt auch dabei warst, einmal anzufangen. Das ist so das erste Training, was es jetzt gibt über dieses Projekt quasi. Und es läuft schon ganz gut und ich bin wirklich voller Begeisterung dabei und hoffe, dass das dann immer größer werden kann. Sehr cool. Im Audio-Podcast hast du gesagt, Badminton ist aus deinem Leben überhaupt nicht mehr wegzudenken. Und ich darf dich da zitieren. Du hast gesagt, für mich das Gefühl, wenn ich am Feld stehe, das kann man schwer beschreiben, das ist ein Glücksgefühl. Ist das immer noch so? Ist immer noch so. Allerdings hat sich seit damals trotzdem viel verändert, weil im Moment überhaupt nicht der Leistungsgedanke bei mir da ist, wenn ich am Feld stehe. Weil es wirklich noch darum geht, dass ich meinen Körper aufbaue, weil ich einfach Schmerztherapie gemacht habe. Die Therapeuten mir gesagt haben, ich muss mir mehr Zeit geben, weil sonst werden die Schmerzen mich immer wieder einholen. Deshalb ist es im Moment wirklich so, dass ich zwar mich gut fühle am Feld, aber wirklich mit ganz einer anderen Einstellung am Feld stehe. Also schon ernsthaft und so, also das nicht, aber ich versuche nicht an die Leistung oder an Ergebnisse oder Turniere oder so zu denken, sondern wirklich im Moment Spaß zu haben und einfach zu spielen. Ja, schön zu hören. Vielleicht jetzt ganz was anderes, aber auch natürlich in Verbindung mit deiner Sportart. Was ist für dich persönlich Erfolg? Ich glaube, Erfolg, ja, es ist ja für jeden was anderes. Für mich ist es einfach auch die eigenen Ziele nicht einmal unbedingt zu erreichen, sondern zu verfolgen und weiter und sich zu glauben, weiter dran zu bleiben, weiterzumachen, auch wenn es einmal nicht so läuft. Das ist eigentlich Erfolg. Also gerade auch auf Reha habe ich gesehen, was eigentlich alles Erfolg sein kann. Also das sind ja ganz, ganz kleine Schritte oft und die muss man einfach als Erfolg auch sehen können, glaube ich. Also wenn man nur sich sagt, okay, Erfolg wäre jetzt für mich, wenn ich das Turnier gewinne, das wäre jetzt meiner Meinung nach keine so gute Einstellung. Okay, ich möchte ein bisschen nachhaken, du hast jetzt gesagt, gerade bei der Reha, der Erfolg, was war da für dich in diesen Zeiten der größte Erfolg? Also für mich war damals zum Beispiel total ein großer Erfolg, wie ich es wieder geschafft habe, mit meinem rechten Fuß einen einbeinigen Sprung zu machen oder so. Also es war für mich, hat absolut nicht funktioniert, lange Zeit. Und dann habe ich angefangen, das unter Wasser zu probieren und dann das erste Mal, wie es dann draußen funktioniert hat, das war ganz was Großes für mich. Das war zum Beispiel einer dieser Momente oder das erste Mal laufen in diesem Alter G, also in diesem Vakuum, wo man nicht mit einem vollen Körpergewicht läuft. Also ganz kleine Momente eigentlich, die für vieles selbstverständlich sind. Du hast auch im Audio-Podcast noch etwas angekündigt, was mittlerweile wahr geworden ist, und zwar Schlagwort Buch. Du hast dein Buch herausgebracht, damals angekündigt, jetzt ist es endlich da. Erzähl uns ein bisschen davon. Ja, es ist im Oktober erschienen und war natürlich aufregend für mich. Der Titel vielleicht, ja. Ich bleibe am Ball, nach Autocrash zurück in den Spitzensport. Ja. Und es geht eben um meine Geschichte. Also ich habe 2018 einen schweren Autounfall gehabt, wie wir auch damals im Audio-Podcast geredet haben. Und im Buch beschreibe ich im Prinzip die ersten anderthalb Jahre danach, also alle Höhen und Tiefen, die ich da erlebt habe. Und das waren sehr, sehr viele. Und ja, also das ist jetzt veröffentlicht worden und ich habe von denen, die es gelesen haben, immer sehr positive Rückmeldungen eigentlich zurückgekriegt, was mir auch wieder viel gegeben hat, weil ich ja eigentlich das auch mit dem Hintergedanken dann veröffentlicht habe, auch anderen Menschen irgendwie zu helfen, die in schwierigen Lebenssituationen sind, und deshalb tut die Rückmeldung dann natürlich auch gut. Ja, sehr schön. Du hast auch damals gesagt, dass für dich das wichtigste Ziel und der Wunsch ist, schmerzfrei zu sein und dich gut zu fühlen. Kannst du sagen, dass du das heute erreicht hast? Schmerzfrei bin ich leider immer noch nicht, obwohl ich jetzt Medikamente auch wieder vermehrt nehme. Aber ich sage, im Moment fühle ich mich trotzdem recht gut, was ja dann schon wieder in Richtung erreicht geht. Es gibt natürlich immer sehr schwierige Tage, also auch psychisch, körperlich, ganz egal. Aber ich glaube, ich bin am richtigen Weg und das geht aufwärts. Und ich glaube, das ist wichtig. Und vorher haben wir über Erfolge geredet. Ich kann das für mich als Erfolg sehen. Das heißt, für mich ist jetzt nicht so wichtig, dass ich schon dort bin, sondern dass ich einfach am Weg bin. Ja, sehr cool und sehr schön zu hören. Wenn du einen Tag lang alles machen könntest, was du wollen würdest,
Wie würde dieser Tag ausschauen? Ich bin jetzt zwar, was wäre wenn, weil es ist so, wie es ist. Aber nehmen wir mal an, spielen wir das Szenario mal durch. Wenn du alles machen könntest, was du wollen würdest, was würde Jenny Ertl machen? Jetzt sag nicht in die Badminton alle gehen. Naja, dann wäre ich schmerzfrei und könnte einmal so trainieren wie früher. Aber wenn ich alles machen könnte und auch psychisch wieder dazu in der Lage wäre, alles zu machen und körperlich und so, ich glaube, ich würde vielleicht wirklich noch einmal auf ein Turnier fahren. Und einfach, weil das geht für mich im Moment alles nicht so. Und da einfach das Gefühl noch einmal haben, wie ich es damals gehabt habe, wie es ist, auf einem internationalen Turnier zu sein oder zum Beispiel bei dieser Team-EM-Quali oder so, das war ganz besonders einfach. Ich glaube, sowas würde mir jetzt als erstes einfallen. Cool. Ja. Ja, das wäre dein perfekter Tag sozusagen. So spontan gesagt, vielleicht ja. Okay, verständlich. Gehen wir vielleicht ein bisschen noch auf den letzten Podcast ein. Du hast bei mir gesagt, Badminton hat sehr vielfältige Ansprüche an den Sportler. Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft, Taktik, Spielwitz, Koordination etc. Das habe ich heute alles am eigenen Leib erfahren dürfen. Deswegen die Abschlussfrage noch an dich. Ganz ehrlich, wie habe ich mich angestellt? Grundsätzlich nicht schlecht. Dankeschön. Also spielerisch wirklich ganz okay. Bisschen zu steif vielleicht teilweise. Ja. Bisschen so diese Tennisbewegungen drin. Aber ja, im Allgemeinen gut spielerisch. Was aufgefallen ist, diese... Also Badminton ist eine sehr ruhige, faire Sportart. Und ich weiß, ich war ja Handball schon zuschauen und ja, das hat mir total getaugt. Ja. Aber ich weiß, das geht anders zu. Da diskutiert man mit dem Schiedsrichter oder diskutiert man mit dem Gegner. Das gibt es im Badminton halt überhaupt nicht. Okay. Das heißt, an der Einstellung oder am Verhalten im Training müsste man auf jeden Fall noch arbeiten. Okay, ausbaufähig. Okay. Das gibt es gar nicht, dass man so ein bisschen Trash-Talk mit dem Gegner irgendwie den herausfordert oder so. Gibt es das gar nicht? Eigentlich nicht. Also professionelle Spieler machen das gar nicht. Es kann passieren, dass man mal in Diskussion mit dem Schiedsrichter kommt, aber der unterbindet das sofort. Und da ist wirklich sehr diszipliniert Badminton als Sportart. Also da wird man nie so extreme, oder man wird da nie jemanden von der Tribüne abschreien hören. So. Also außer ich komme vielleicht in die Halle. Natürlich, manchmal sehr überengagierte Eltern und so ja, vielleicht, ja, aber im Normalfall passiert das nicht. Also es ist einfach ein anderes Flair in der Halle ein bisschen. Ah, sehr cool. Ich habe heute sehr, sehr viel gelernt. Danke dir und deinem Team rundherum, dass ich da mitmachen durfte und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich sage dir recht herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, mir auch wieder Rede und Antwort gestanden hast. Ja, danke dir fürs Kommen. Das war wirklich lustig. Ja, sehr fein. Ja, das war es schon wieder von einer weiteren Folge, einer Videopodcast-Folge von Einwürfe hautnah. Ich hätte gesagt, es macht vielleicht Lust auf mehr und ihr dürft absolut gespannt sein, was die nächste Sportart ist, die ich ausprobieren darf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die Krone und ich. Kronenzeitung.